Um 15 Uhr an diesem Nachmittag liegen 2000 Kilometer Strecke, 3 Stunden Flugzeit und 138 Mal Ärger vor Angela Merkel. 138 Abgeordnete, gerade kaltgestellt, in Ankara, von den zurzeit wichtigsten Partnern der EU. Das sind die Partner, auf die sich Merkel verlassen muss. Erdogans Abgeordnete gehen auf die kurdischen Vertreter los. Vor 3 Wochen mit Fäusten. Vor 2 Tagen mit einer Änderung der Verfassung. Die Regierungspartei nimmt einem Großteil der Opposition das Immunitätsrecht weg. Die innenpolitische Entwicklung dieser Dimension wirft mindestens mal einen Schatten auf die Beziehung. Und wir wollen, dass darüber gesprochen wird. Wir wollen, dass dieser Schatten wieder verschwindet. So schlecht das deutsch-türkische Verhältnis inzwischen ist, es wird noch schlechter werden. Der Grund und sogar das Datum stehen bereits fest. 2. Juni, Bundestag. Erinnerung und Gedenken an den Völkermord an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten, so heißt der Antrag aller Parteien. Das Problem ist ein Wort. Das Schicksal der Armenier steht beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtungen, der ethnischen Säuberungen, der Vertreibungen, ja, der Völkermorde, von der das 20. Jahrhundert auf so schreckliche Weise gezeichnet ist. Als der Bundespräsident als erster deutscher Staatsmann das Wort Völkermord benutzt, tobt Ankara. Das werde man Gauck weder vergessen noch verzeihen. Jetzt muss auch das deutsche Parlament mit Wut und Strafe rechnen. Man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass Ankara nicht erfreut sein wird über den Beschluss des Deutschen Bundestages. Denn das ist ja ein Unterschied, ob das der Deutsche Bundestag als Rechtsnachfolger des Kaiserreichs, das Land, das eben am besten Bescheid wusste über das, was damals passierte, einen solchen Beschluss fasst oder ob es irgendein anderes Land macht. Das Deutsche Kaiserreich war der engste Verbündete, als das Osmanische Reich 1915 die Christen vertreibt und bis zu 1,5 Millionen Armenier ermordet. Die Türkei hat als Rechtsnachfolgerin alle Länder bestraft, die von Völkermord sprechen. In dieser Woche droht Erdogans Sprecher den Deutschen. Ohne irgendwelche Beweise von Völkermord zu sprechen, ist nichts anderes als politischer Missbrauch. Historische Tatsachen sind historische Tatsachen. Und ich kann Ihnen mehrere Beispiele nennen, wo Türkei die gleiche Leugnungspolitik weiter fortgeführt hat. Zum Beispiel Europäische Parlament, Vatikan, Frankreich. Der Druck auf Deutschland hat bislang gewirkt. Vor allem das Auswärtige Amt hat versucht, die Verwendung des Wortes Völkermord zu verhindern. Minister Steinmeier will lieber verhandeln und Türken und Armenier zu einer gemeinsamen Aufarbeitung des Geschehens bewegen. Einmal schon hat der Bundestag die Abstimmung verschoben. Aber CDU und Grüne versprachen sich in die Hand, im Juni keine Rücksicht auf Steinmeier und keine mehr auf die Türkei zu nehmen. Der Versuch, die historische Wahrheit, die wir kennen, zum Gegenstand außenpolitischer Kompromisse zu machen, trägt nicht. Sondern das Einzige, was trägt, ist der schwierige Weg, sich der Wahrheit zu stellen. Der Flüchtlingsdeal steht ja ohnehin schon auf der Kippe. Das bedeutet, das wäre unter Umständen noch ein weiterer Stein in der Mauer und für die türkische Regierung natürlich ein willkommener Vorwand, um zu sagen, wir brechen das Ganze ab. Der große Flüchtlingsdeal auf der Kippe. Dass Merkel noch heute Abend türkische Menschenrechtler treffen muss, wird das Gespräch mit Erdogan morgen nicht leichter machen. Berlin, Ankara. Eine Schicksalsverbindung.